Leute, ich musste sofort erbrechen, weil ich so starke Schmerzen hatte. Digga, ich dachte, ich sterbe hier gleich weg. www.scheißboxer.shop Die Scheißboxer Bag mit limitierter Autogrammkarte. Erhältlich ab dem 1.12.2019. Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge Brawl Stars! Ja meine Freunde, was geht ab? Ja, also es tut mir erstmal leid, dass gestern kein Video kam und jetzt fragt euch bestimmt, ey Marvin, was ist da los gewesen, warum kam gestern keins? Und da möchte ich heute mit euch gemeinsam drüber sprechen, meine Freunde. Und ja, es ist echt, oh mein Gott. Also ihr habt ja wahrscheinlich gestern schon das Video von Pookie gesehen gehabt. Und ich muss sagen, dort in dem Video, vielleicht beim Opening, der eine oder andere von euch hat es wahrscheinlich gemerkt, ey Marvin, da war nicht Power drin, so, du hast nicht alles gegeben, so wie in den letzten Videos, so Openings, da bin ich immer voll dabei. Und ich würde sagen, über dieses Thema reden wir heute mal. Was da gewesen ist, war echt richtig krank, Leute, mir ging es richtig beschissen. Aber ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt erstmal in eine Runde oder wir gucken uns Balltag an, je nachdem, ich überlege mir jetzt was. Und dann reden wir weiter, damit wir auch ein bisschen Gameplay sehen können. So, und jetzt sind wir auch in der Runde und ich fange jetzt einfach mal ganz von vorne an, also so wie das echt komplett gewesen ist. Also das war so, dass ich dann morgens, also was heißt morgens? Ich weiß gar nicht, wie spät das war, so gegen 8 Uhr oder so bin ich so aufgewacht, so, weil ich hab ja gesagt, ey, ich wollte mich mit Pookie um Viertel nach 8 treffen, so zum Aufnehmen. Habt ihr wahrscheinlich auch in seiner Folge gesehen. Und ja, dann, Leute, ich gehe so ganz normal auf Toilette, ich musste halt so pissen, so wie halt jeder. Ich hoffe, dass ich das so sagen darf auf YouTube. Und auf einmal habe ich so gemerkt, ey, Alter, what the fuck, man, das brennt total. Ich dachte so, hä, was ist das denn so? Hab mir nicht so bei gedacht, so. Und ja, dann musste ich auch noch zur Tankstelle fahren, die zur Tankstelle nicht. Ja, genau, ich bin dann zur Tankstelle gefahren, weil ich dann iTunes-Karten kaufen musste für das Video, weil das ja, wie gesagt, 110 Euro gekostet hat. Okay, jetzt habe ich Internet-Lags. Es hat ja 110 Euro gekostet, weil ich ja für Pookies Folge auch noch Karten kaufen muss. Und ja, jetzt bin ich tot. Also ich bin dann dorthin gefahren, habe dann die iTunes-Karten gekauft gehabt, fahr wieder zurück so. Also ich muss sagen, ich musste erst noch zu 2 oder 3 Tankstellen, weil die erste, die hatten die nicht. Und dann war ich noch der Supermarkt hier bei uns um die Ecke, der hat den irgendwie auch zugehabt, weil die Räumungsarbeiten haben, die bauen um. Und ja, dann musste ich, ja, war ich schon ultra spät da, das habt ihr wahrscheinlich auch in seinem Video gesehen, der hat ja auch gesagt, jo, wir haben jetzt gar keine Zeit. Und boah, in seinem Video habe ich schon gemerkt, ey, irgendwie, Alter, ich habe voll Bauchschmerzen bekommen. Ich weiß auch nicht, wie das kam, jo, ich hatte voll Bauchschmerzen. Aber jetzt nicht so irgendwie das Gefühl, so dass ich, das ist jetzt, jo, ich gehe jetzt auf Toilette und dann ist das gleich wieder weg, sondern ich musste auch irgendwie gar nicht oder so, sondern ich hatte einfach nur voll Bauchschmerzen. Und dann dachte ich so, sag ich so zu Pookie, hey, warte mal, ich glaube, ich gehe nochmal kurz hier Pipi machen, ne? Boah, das hat so gebrannt, der Urin, ihr glaubt es gar nicht, ich bin halt gestorben, ey, das hat sich angefühlt, als würdet ihr, keine Ahnung, Batteriesäure da unten bei euch durchlaufen lassen. Also jetzt für die Jungs, ich glaube, ihr könnt mir, ihr wisst, was ich meine, Kappa. Auf jeden Fall, ja, sein Video habe ich noch komplett durchgezogen und dann haben wir meins angefangen. Und da dachte ich nur so, ey, ich habe in meinem Video schon gemerkt, boah, Digga, du stirbst hier gleich. Es hat so dermaßen wehgetan, ich habe so Bauchschmerzen bekommen. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich voll dringend Pipi machen muss, Leute. Aber richtig dringend. Und dann auf einmal habe ich so unnormal Rückenschmerzen bekommen, wirklich so unnormal starke. Also das waren jetzt gar keine, upsala, das wäre jetzt unnötig. Das waren jetzt gar keine Rückenschmerzen in dem Sinne. Sondern das war einfach nur so, ja, ich weiß auch nicht genau, wie man das nennt. Dann, ich habe das Video mit Pookie noch durchgezogen, also meins. Und ihr werdet es morgen sehen, Leute. Schaut euch morgen mein Video an, was um 14.15 Uhr online kommt. Und ihr seht meine Reaction. Also, ey, ich habe kaum was irgendwie aufgenommen. Also, ich habe da kaum geredet oder so, weil ich so unnormal Schmerzen hatte. Und ja, dann habe ich das durchgezogen. Bin dann, nochmal hab ein bisschen viel Wasser getrunken, so, weil ich dachte, ey, keine Ahnung, was da jetzt los ist. Hab dann viel Wasser getrunken und Leute, ihr glaubt gar nicht, ey, das hat so weh getan. Ich habe auf einmal auch wirklich, ich hatte dann viel Wasser getrunken. Oh mein Gott, seitdem nicht gewesen, okay, wir haben gewonnen. Bin dann nochmal auf die Toilette gegangen, weil ich dachte, ey, keine Ahnung, irgendwie Blasenentzündung oder whatever, weil ihr wisst, ich laufe immer kurz zur Hose rum. Oh, hier ist auch ein YouTuber am Start. Ich laufe immer kurz zur Hose rum. Ich dachte, ey, vielleicht hast du eine Blasenentzündung oder so. Leute, dann trink noch was, geh nochmal auf die Toilette pinkeln. Da kam ja auch gar nichts mehr, weil es kann ja auch nichts mehr kommen, so, weil ihr wisst ja, ist ja so gewesen, dass, ja, wie viel soll ich denn trinken, dass das so schnell durchläuft? Kappa.
dann auf jeden Fall, ey, auf einmal, ich hatte noch mehr Rückenschmerzen. Leute, ich musste sofort erbrechen, weil ich so starke Schmerzen hatte. Digga, ich dachte, ich sterbe hier gleich weg. Wirklich. Ey, ich dachte, Alter, was ist denn jetzt kaputt? Ich bin wirklich halb gestorben. Also ich bin echt kein Typ, der irgendwie empfindlich ist oder so, was irgendwie Schmerzen angeht. So jeder, der mein Fingervideo noch nicht gesehen hat, der weiß, dass ich da eigentlich relativ locker bin, aber ich bin da halb gestorben. Dann hat meine Mutter mir dann so Krankenwagen gerufen, weil ich habe gesagt, ey, ich sterbe gleich, ich muss voll und dringend ins Krankenhaus. Und ja, dann kam dann auch der Krankenwagen, der hat noch so gefragt, jojo, was ist? Ich sag so, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich habe. Auf jeden Fall bin ich dann so ins Krankenhaus gekommen. Ey, an dieser Stelle, die Krankenwagenfahrer, okay, ich sag dir jetzt lieber nicht zu der Krankenwagenfahrerin, aber die ist echt langsam gefahren in meinen Augen. Ich bin halb gestorben, Schmerzmittel haben die mir auch nicht gegeben. Da sagt die Krankenwagenfahrerin so, ja, sie haben bestimmt eine Blasenentzündung oder so. Ich sag, ey, ich sterbe gleich, mir geht's wirklich voll dreckig. Ich hatte auch voll Fieber bekommen. Dann bin ich immer im Krankenhaus angekommen, meinte so, jojo, du musst jetzt hier Urin ablassen und Blutprobe haben die auch gleich entnommen. Und dann sage ich denen, ja, ich kann aber keinen Urin ablassen, ich brauche irgendwelche Tabletten oder irgendwas, was mir hilft. Die haben mir denen sowas gegeben, da ich den Urin ablassen kann, dass ich keine Schmerzen habe. Ich habe dann da halt im Wartezimmer gesessen, also in dem Krankenhaus. Kann ich den heilen? Oh ja, so geht's sogar. Verdammt, wir sind tot. Hab denn da gesessen und da war dann noch so ein anderer Typ, der wurde auch wohl irgendwie gerade erst operiert. Und dann sagte er so zu mir, ich saß, also wisst ihr Leute, ich habe voll Schiss gehabt. Hatte diese Schmerzen, hab mir dann da die Wasserflasche genommen, weißt du, also da war dann so, man konnte dann halt sich so eine Wasserflasche nehmen, hab mir die dann halt genommen und hab die ganze Flasche innerhalb von, ich glaube, 2 Minuten ausgetrunken. Leute, ich hab den Tag noch nichts gegessen gehabt, also es war ja noch relativ früh morgens, war irgendwie 9:30 oder so um den Dreh. Ich kann ja nochmal so einen Screenshot einblenden, dass ich Puki auch eine Nachricht geschrieben habe, weil ich war dann im Krankenwagen, zu dem Zeitpunkt habe ich vergessen, kurzer Sprung. Und er hat dann gefragt, yo Marvin, schickst du mir die Datei per Retransfer, so damit er halt das Video schneiden kann für sich. Und jetzt wieder Sprung zurück, jetzt wieder Sprung weiter. Und ich bin dann echt, Leute, ich saß dann so, hab so die Flasche ausgenommen, weil der Typ, so ein Typ neben mir meint so, ja, ich muss auch gleich operiert werden, so. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was ich hatte. Ich dachte so, ja, keine Ahnung. Und dann meinten die so zu mir, ja, Nierensteine wohl irgendwie. Ich sagte, okay. Und er sagte so, ja, ich sag so, die haben wohl Verdacht, dass ich irgendwie Nierensteine oder so habe. Erst haben die gedacht, dass ich so Leistenbruch oder so hätte. Aber das hat irgendwie doch nicht gepasst. Sagen die so, ja, Nierensteine. Dann sagt er so, ey, hab ich auch gehabt. Dann meinte so, boah, dann sagt er so, hier hab ich so einen Katheter bekommen, so zum Behälter, wo so halt der Urin durchfließt. Boah, ich hab so Schiss gehabt. Und sagt so, ja, das ist voll schlimm und so. Oh Leute, da hab ich noch mehr Schiss bekommen. Ich hab so, oh nein. Und dann haben die so Blut abgenommen und so weiter. Dann bin ich auch irgendwann dran gekommen. Und die meinten dann zu mir, ja, du hast so Nierensteine und so. Und da ist auch eine Stauung und der Urin ist stark entzündet und so. Ich sag, ja, was wollt ihr da jetzt machen? Leute, dann sagen die zu mir, ja, wir müssen das operieren. Sag ich, wie operieren? Sagen die, ja, wir werden so eine Schiene einlegen. Leute, ich habe da jetzt auch nicht so Ahnung von. Und also, wenn euch das mehr interessiert, googelt es einfach mal. Schiene bei Nierenstein oder so. Sag ich so, boah, das will ich gar nicht. Und dann meinten sie, ich sagte, ja, wir laufen das ab. Ja, da musst du im Krankenhaus bleiben. Und erster Gedanke war schon, oh fuck, Mann, ich kann kein Video heute hochladen. Puh. Aber ja, es war dann soweit, ich bin dann halt gewesen, hab mich mit den Ärzten da unterhalten und die meinen halt so, ja, dass das besser ist, weil du eine Stauung der Niere hast und so weiter. Ich habe das auch echt nicht verstanden, Leute, also verzeiht mir, wenn ich da nicht so genau erkläre, so, weil ich verstehe das selber nicht so genau. Und es war dann so, dass wir müssen die Dings einlegen, also die Schiene und halt, jetzt werden wir gleich sterben hier, kennen wir den noch? Perfekt, jetzt sind wir ein bisschen gesaved. Halt und den Stein entfernen, weil die meinen, dass der auch ziemlich groß ist. Ich hatte dann so einen Nierenstein und das hat diese Schmerzen verursacht. Ja, toll. Da bin ich dann gerade weggestorben. War natürlich echt super von mir. Ja, auf jeden Fall, ich habe gesagt, ich möchte das nicht, weil die meinten auch zu mir, ja, diese Schiene oder so, die muss alle 3 Monate erneuert werden. Das heißt, alle 3 Monate muss ich dann ins Krankenhaus. Da habe ich ja noch weniger Bock drauf. Und es hat auch irgendwie, die meinten, ich bin auch relativ jung noch. Deswegen ist es sowieso nicht so schlau, das einzulegen. Aber der Stein, der muss weg, meinten die. Sagt, ja, was macht man da? Ja, so zertrümmern, ob es jetzt stirbt nicht. Der meinte, ja, dass man den so zertrümmert. Ich habe das auch schon wieder halb vergessen, was die gesagt haben, weil das kam für mich auch gar nicht in Frage. Ich wollte einfach noch zu dem Krankenhaus raus. Weil ich hatte dann natürlich auch weniger Schmerzen, so, weil ich mir die Medikamente gegeben habe. Und allgemein, ihr wisst das so, wenn man so in einer Lage ist, wo man allgemein sogar wie beim Zahnarzt, so, dann sind die Zahnschmerzen auch auf einmal weg. Auf jeden Fall, ja. Das war dann so eine Sache, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, das geht ja eigentlich schon wieder. Ich wollte ja auch einmal nur noch da raus.
Und die meinen, das geht nicht, du musst hier bleiben. Und da habe ich mich halt, sag ich, ja, wieso? Ja, ja, das muss raus operiert werden, zumindest der Stein. Oh Mann, jetzt kann ich nicht einsammeln. Ja, und die Schiene wollten die dann auch einlegen, aber ich wollte das halt nicht. Bin dann auf eigene Verantwortung gegangen, musste dann halt noch was unterschreiben. Und ja, jetzt bin ich zu Hause, nehme halt so, so irgendwie so, was macht mein Meter eigentlich? So Blocker, damit das dann halt nicht ganz so schlimm ist oder halt irgendwas geweitet ist oder so, damit der Stein vielleicht besser abgehen kann. Muss auch den ganzen Tag hier Wasser trinken. Und ja, so. Also Schmerzen habe ich immer noch, Leute, aber wie gesagt, deshalb kam gestern kein Video. Boah, ich sag euch, das Schlimmste ist echt, wenn man im Krankenhaus liegt. Das ist, ich will da nie wieder hin, Leute. Ich habe da mit meiner Migräne ja schon genug Probleme, als ob ich nicht genug krank wäre. Ja, das ist so die Geschichte, beziehungsweise was halt gestern kein Video kam. Und eigentlich ist der ganze Spaß ja beim Brawl-Stars-Spielen entstanden, weil als ich Brawl-Stars gezockt habe, auf einmal habe ich ja diese mega Schmerzen bekommen. Also kann man schon sagen, ja, wegen Brawl-Stars habe ich hier fast eine OP gehabt, aber ich glaube, es wäre auch passiert, wenn ich halt nicht Brawl-Stars gezockt habe. Aber wie gesagt, beim Brawl-Stars-Spielen tat es halt besonders weh, oder beziehungsweise da beim zweiten Video aufnehmen habe ich gemerkt, ey, du wirst ja halt sterben bei meinem. Wie gesagt, checkt mein Video gerne morgen ab, da werdet ihr es sehen, dass es mir halt echt nicht gut ging. Vielleicht merkt es ja, wie gesagt, checkt es ab, 14.15 Uhr. Und ja, ich würde sagen, Leute, verzeiht mir, dass wie gestern kein Video kam. Ihr könnt mir ja eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal operiert wurdet. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Danke fürs Schauen, ciao und bis dann, Antenne. Ciao, Kakaos und tschö mit Ö. Pschuh.